I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht's ja, wir haben das letzte Mal die kleine Schafweide hier verbaut. Und die werden wir uns jetzt noch ein bisschen bearbeiten. Dazu gehen wir mal aus dem Spiel raus. Und gehen in unseren Map-Ordner, da wo wir natürlich Karte gespeichert haben. Das war die falsche. Placeables. Schafweide. Wer sich jetzt sagt, okay, ich lasse die so, ich mache da nichts dran, der kann auch aus seiner Karte die 3D und die Shapes rauslöschen, auch von der NAV-Mesh. Gute Güte. Und auch das Store-Bild kann weg. Wer jetzt sagt, okay, ich will jetzt aber hier weitermachen, ich will die Zäune weg haben und so, der guckt fleißig das Video. Und ich fange von oben an. Hab dazu meine kleine Hilfe XML mal aufgemacht. Noch nebenbei. Weil ich möchte zum Beispiel auch, dass dieses Store-Bild weg ist. Da gibt es von Giants eine kleine Vorlage. Da kann man das Image rausziehen. Das findet man unter Data, Store und Store Empty. PNG. Ich habe mir die Zeile schon mal rausgemopst. Und damit ist schon mal das Store-Bild weg. Jetzt wollen wir sicher gehen, dass unsere IDID auch vom richtigen Pfad her geladen wird. Das heißt, das Data nehmen wir weg. Lassen nur noch Placeables. Lizard nehmen wir auch weg. Weil Sheep Barn Small. Und die IDID bleibt natürlich am selben Punkt. Und das müssen wir hier unten gleich nochmal machen. Weil ansonsten lädt er nämlich die NAV-Mesh auch noch aus dem Hauptspiel. Ja, schön langsam. Schaut nochmal, ob alles richtig ist. Kein Schreibfehler drin ist. Genau, und Navigation Mesh. So, ich möchte zum Beispiel, dass die Zäune weg sind. Die klammere ich mir erstmal aus. Klammer nach rechts offen, Ausrufezeichen, Bindestrich. Dann hier unten nochmal. Zwei Bindestriche, Klammer nach links offen und damit sind schon mal die Zäune weg. Jetzt möchte ich, dass natürlich mein Boden und mein Gras unberührt bleibt. Da suchen wir uns mal die Foliage Areas und machen dasselbe. Klammern wir auch erstmal aus. Wer will, kann die natürlich dann auch bearbeiten und kann hier die Deko-Foliage bearbeiten. Welches Gras ihr da drin haben wollt oder ähnliches. So, das scheint erstmal alles sauber zu sein. Dann packen wir uns die Karte mal. Können wir gleich mal eins machen, und zwar das Store-Bild rauslöschen. Spart uns wieder Speicherplatz. Dann lösche ich die ZIP und packe sie einmal neu. Das dauert eine Sekunde. Oder auch 2 bis 10. Und dann gehen wir ins Spiel. Und gucken mal, ob das Grundkonstrukt wenigstens fertig ist. Und danach bauen wir uns eine NAV-Mesh. Ich hoffe, das funktioniert also auch beim ersten Mal. Mal 2-3 Sachen beachten. Ich sage es gleich vorweg, ich mache keinen, wie soll ich das sagen, ich mache keine Spielereien in der NAV-Mesh. Das kann zu Fehlern führen, wenn man da nicht genau weiß, was man klickt. Und normal reicht mir die Anzahl der Tiere. Bei verschiedenen Stallarten kann man ja jetzt auch die Anzahl der visuell angezeigten Tiere selber bearbeiten, bis zu einem gewissen Punkt hinweg. So, Karte in den Mods-Ordner. Alles minimieren. Wir starten. Da bin ich auch froh, dass es wesentlich schneller geht als der 90er. 910er.
So. Ja, ich weiß, man castet die Karte ohne Mods. Ich lasse die jetzt einfach drinne. Weiß, dass die zum großen Teil fehlerfrei sind. Ist aber halt mein Testordner. Und für das, was wir jetzt hier machen, beziehungsweise verbauen, testen, das keinen Einfluss haben. Es sei denn, wir haben natürlich irgendwo einen Trigger im Trigger, aber das haben wir nicht. So, machen wir es mal wieder ganz einfach, da wir ja den Kauf mit dem Farmland eingestellt haben. Ihr seht schon, Schafweide, also hier habe ich kein Bild mehr. Dann besuchen wir das Ganze mal. Und schwupp, sind schon die Zäune weg. Symbole kann man sich ja dann noch in der i3D verschieben, wenn man das jetzt gerne möchte, mit den Triggern zusammen. Aber so sieht es erstmal gut aus. Und jetzt ist ja natürlich blöd. Die Tiere würden halt nur in diesem kleinen Radius laufen. Und ich möchte halt wirklich, dass sie die komplette Weide nutzen, beziehungsweise dort rumlaufen. Also, und gehen wir wieder aus dem Spiel raus. Und gehen in unsere Karte. Ich hoffe, ich mache es nicht zu schnell. Für den einen oder anderen ist es ja manchmal ein bisschen schwer, irgendwie da hinterher zu kommen. Wir sind ja quasi schon am richtigen Platz. Das heißt, wir holen uns jetzt unsere Schiebbahn rein. Nehmen die Lokation noch mit dazu. Und hier hatten wir die 180. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier schon. Na. Den darf man drin haben. Die hat auch einen sehr, sehr wichtigen Vorteil. Da müssen wir uns mal die Footplaces suchen. Das wird nämlich auch noch so eine schöne Geschichte. Hier ist ein Spalter drin. Machen wir uns mal eins. Erstellen uns mal einen Würfel. Schneiden wir aus. Und schmeißen wir in den Food Places mit. Und skalieren ihn uns dann ein bisschen. Das ist für mich eigentlich nur zur Orientierung. Duplizieren. Schneiden, einfügen. Mal mit STRG und D dupliziert man. STRG und C ausschneiden. Und STRG und V einfügen. Denn, uns mal die Navmesh. Genau. So. Die Navmesh muss so gebaut werden, dass sie mit den Food Places übereinander passt. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung. Dann sagt er, die Tiere können nicht an die Futterstellen kommen. Beim Wasser ist genau dasselbe. Wir machen uns aber die Navmesh jetzt übrigens genau so, wie sie hier dargestellt wird. Nur halt Stückchen vergrößern. Das heißt, wir erstellen uns eine Ebene. Schneiden die aus. Legen die natürlich gleich in die Root Node rein. Und wichtig ist, dass sie Build Navmesh Mask. Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, einfach FE zu schreiben. Aber grundsätzlich ist wichtig, alle Haken in der untersten Reihe bis auf die 0. So. Dann
Dann drehen wir die gleich mal um 180 Grad. Möchte er nicht. Könnt ihr auch skalieren. In 25. Und ihr könnt die dann auch übereinander legen, so wie ihr das gerne möchtet. Wenn ihr jetzt sagt, die Tiere sollen nur in gewissen Radius zueinander laufen, ist, dass die Planen übereinander liegen. Und dass keine Kollisionen sind. Kollisionen sind der Tod. Problem hier ist jetzt natürlich, dass man jetzt wirklich verschiedene Höhenunterschiede hat. Reicht auch erstmal, nur um es zu zeigen. So, machen wir es jetzt am einfachsten. Meine Transform Cube. Schneiden die aus. Hier rein. Bleibt natürlich auf 0. Könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Mal als Vorlage. Schneide alle aus. Zieh nochmal da ein. So, und bevor wir jetzt hier weitermachen, müsst ihr nicht machen. Was ich jetzt. Hier noch eine. Mal raus. Deswegen habe ich mir vorhin auch meine Würfelchen gemacht. Eine Nuffmesh sollte im optimalsten Fall über den Trögen liegen. Ich mache es jetzt auch nicht ganz so sauber, ich zeige es halt bloß mal. Original hat Giants immer so eine kleine einzelne Nuffmesh bzw. eine Plane direkt über die Tröge gelegt. Wichtig ist nur, dass die Punkte drin sein müssen. Dann passt das. So, jetzt haben wir hier uns eine zusammengelegt. Passt hoffentlich übereinander, sodass wir ein paar Wege haben. Alles steht auf 0. Dann suchen wir mal Auswahl mit Dateien exportieren. Speichern die dahin. Klicken zweimal ja. Wer sich jetzt sicher ist, dass das alles funktioniert hat, kann hier Er löscht den Stall hier raus und kann die Karte wieder zumachen. Ich lasse es jetzt offen, zumindest mal testweise. Jetzt gehen wir wieder in die Placeables.
und suchen uns unsere Navmesh. Hier haben wir hier original die Giants-Plane noch mit drinne. Brauchen wir aber rein theoretisch nicht mehr. So, dann nehmen wir uns die Testplane. Machen hier nochmal darstellbar. Nein, die aus. Und fügen die so ein. Nehmen wir die raus. Und dann gehen wir auf Erstellen. Create Navmesh. Wie gesagt, an den Zeilengrößen und an der Höhe und dem Ganzen verändere ich nichts. Weil das kann nämlich zu Fehlern führen. Und wenn alles geklappt hat. Wie gesagt, wenn die irgendwie nicht übereinander liegen und wenn in der Plane bei Navmesh-Maske nicht FE drin steht, dann funktioniert die auch nicht. Dann gibt der eine Fehlermeldung aus, ne? So. Dann schieben wir uns den Jungen mal nach oben. Das ist auch so eine Sache. Dafür hätten sie irgendwie eine einfache Tastenkombination machen können. Oder ich weiß sie einfach nur nicht. Schieb sie ganz nach oben. Die Planen lasse ich drinne, eben für später, falls es doch noch irgendwie einen Fehler gibt. Speichern wir das Ganze ab. Test lasse ich auch drinne. Können wir später wieder alles rauslöschen, wenn wir das wollen. Dann packen wir uns jetzt die Karte mal zusammen. Dauert auch wieder ein Sekündchen. Aber ich versuche das alles auch irgendwie ohne zu schneiden, dass ihr wirklich seht, dass jeder einzelne Schritt irgendwie mit drin ist. Ich hoffe, das reicht so, wie die gefragt haben. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Wichtig ist, dass die ganzen Footplaces mit abgedeckt sind, ansonsten meckert die Karte im Spiel dann rum, dass das Getier, was ihr euch da platziert habt, halt nicht zum Futterdruck kommt. So, das lassen wir erstmal offen und gehen wir ins Spiel. Das kann jetzt natürlich bei mir auch wieder der Fall sein, dass die eine Plane, die ich dafür brauche, nicht weit genug über die Futtertröge reicht. Habe ich auch schon gehabt, da habe ich mehrere Minuten gebraucht, um den Fehler zu finden. Deswegen mache ich mir als Markierung immer diese kleinen Würfel. Ihr könnt die Footplaces auch versetzen. Wenn ihr jetzt sagt, das ist ein Zentimeter, wo das Tier jetzt irgendwie nicht rankommt, ja, dann setzt ihr den Footplace halt in der Transform Group einen Zentimeter nach vorne, speichert ab und gut ist. Schauen wir gleich mal, wenn er den geladen hat, aber die Karte ist nicht so groß. Ja. Gut. Also Fehler hat sie schon mal keine. Eben das, wie gesagt, mit dem Footplace wäre noch eine Maßnahme gewesen. Und dann schauen wir mal, ob die Tiere jetzt auch überall laufen, wo sie sollen. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Stall habt und ihr habt eine Kollision, versucht die Navmesh um die Kollision rumzubauen. Hier jetzt bei den Bäumen habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich sie einfach drumherum gelegt habe. Ansonsten laufen sie durch oder freezen. Wenn sie euch nach einer gewissen Zeit einfrieren, dann wisst ihr, ihr habt irgendwo eine Kollision. Deswegen auch für mich jetzt so ein kleiner Test. Ich baue das Ganze auch bestimmt nochmal fünfmal um. Also, was noch hilft, Zeit vorspulen. Wie gesagt, wenn Kollisionen irgendwo sind, dann fangen die Tiere an irgendwann zu freezen. Stehen dann still oder sitzen still. Aber das scheint funktioniert zu haben. Und zu meckern haben sie auch nichts. Wie gesagt, denkt an die Footplaces, dass die Navmesh halt darüber reicht. Rotation muss auch passen von den Footplaces. Ihr seht, der Würfel ist jetzt bei mir wieder weg, weil ich hier noch nichts abgespeichert habe. Aber ansonsten würde das jetzt erstmal so gehen. Wenn ihr nichts weiter zu machen habt, dann ist euer Stall jetzt quasi, beziehungsweise eure Weide fertig.
Enough Mesh ist erstellt. Der Rest kann wieder aus der Karte gelöscht werden. Also die Test-I3D, die ich mir gemacht habe. Falls noch irgendwelche Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten habe ich es in 20 Minuten geschafft. Ich bin erstmal raus. Viel Spaß dabei. Euer Hellraiser.